Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das aktuelle Unboxing von der Goodie Box für dich. Das ist die Goodie Box im November und wenn du Bock drauf hast, mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Goodie Box erscheint monatlich, kostet in der Mitgliedschaft 19,95 pro Monat und pro Box in dem Sinne. Du bekommst in dieser Goodiebox tatsächlich Full-Size-Produkte, nur Full-Size-Produkte und das sind immer ungefähr 5 Stück. Die sind immer in diesem gleichen Format, was ich total super finde, weil somit kann man halt wirklich diese Box an sich auch super weiterverwenden. Das heißt, wir haben hier ein Kasten und dann ist hier eine Schublade drin, wo man die Schublade einfach wundervoll rausziehen kann und da sind die einzelnen Produkte drin und ich würde sagen, wir schauen gleich einfach mal zusammen rein. Es gibt auch immer noch den Goodiebox Adventskalender, den ich dir unten in der Infobox mal verlinken kann. Und ich habe da auch schon ein Teaser-Unboxing zu gedreht. Ich weiß nicht, ob euch das interessiert, dass ich jetzt nochmal ein komplettes Unboxing mache zu dem Adventskalender. Schreibt mir das gerne mal unten in die Kommentare rein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit der Box. Ich finde es einfach super praktisch, ne? Weil ich bastel mir daraus tatsächlich so ein eigenes Regal. Ich habe schon einige hier stehen, denn ich bekomme die in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Man bekommt auch vorab eine E-Mail, wo man dann auch den Flyer drin hat, also das Digital Leaflet. Und genau. Aber ich nehme es jetzt einfach mal raus. Ein Produkt könnt ihr übrigens auch gratis bekommen, wenn ihr eine neue Mitgliedschaft abschließt und den Code verwendet, den ich euch hier mal blende. Und dieses Mal ist es tatsächlich ein Produkt, was ich letztes Mal schon so gefeiert habe, aber leider noch nicht verwendet habe. Das ist eine Maske, die wir jetzt auch zurzeit in der Werbung sehen. Das ist von La Rosée, die Masque en Stick Regenerant. Eine Maske, eine Regenerationsmaske, genau. Die soll deine Haut reparieren, sie verfeinern und einen Detox-Effekt machen. Da sind 75 ml drin und ich muss die echt ausprobieren, ne? Ich habe die bei mir noch stehen, aber ich habe aktuell noch eine andere in einem großen Pott offen. Und hier ist halt noch so eine Folie drüber quasi oder so ein Plastik. Und dann kann man sich die halt wirklich aufs Gesicht geben, so wie die Lady in der Werbung, Leute, ne? Die da im Fahrstuhl ist. Das soll halt eine Rosenmaske sein. Und Rose und ich, wir sind so... Ja, ich liebe Rose. Total klasse. Also wie gesagt, das könnt ihr gratis dazu bekommen. Genau. Finde ich eigentlich ganz cool, dass man halt wirklich ein Produkt immer gratis bekommt, so von der vorigen Box. Einfach um so ein bisschen, ne, dann noch was dazu zu bekommen. Keine Ahnung. Ich finde es einfach klasse. Genau. So. Hier habe ich auch immer einen Flyer drin, da ist dann so ein bisschen das Thema, dieser Vibe nochmal beschrieben. Im Großen und Ganzen geht es bei der Goodiebox ein bisschen darum, dass man sich einfach mal mehr mit sich selber beschäftigt. Denn es ist einfach so, so viel, dass du einfach vor dich hin lebst, mehr oder weniger. Also das merke ich bei mir aktuell auch enorm. Und der Alltag fliegt nur so an einem vorbei. Man macht und tut, man reißt sich Arme, Beine, Köpfe, was auch immer selber aus, um allen gerecht zu werden. Aber was man dabei einfach vergisst, ist man selbst. Und die Goodiebox soll einem einfach einmal im Monat die Möglichkeit geben, sich einfach nochmal an sich selber und seine Bedürfnisse zu erinnern. Und das mag ich einfach super gerne von dieser Stimmung her. Und wir haben hier dann auch immer so ein schönes Zitat mit dabei. Du suchst noch das perfekte Weihnachtsgeschenk für deine Liebsten. Wir haben da was für dich zum exklusiven Sparpreis. Also ja, da geht es halt nochmal um den Adventskalender und da geht es halt einfach mal darum, dass du tatsächlich dich auf dich selber besinnen sollst und dir selber was gönnen sollst. Und ja, du kannst es natürlich auch, ne, du kannst den Adventskalender nehmen und da auch die einzelnen Sachen weiter verschenken. Normalerweise steht hier auch immer ein schönes Zitat drauf, deswegen kam ich gerade in meinem Redefluss da drauf, aber gut, dieses Mal steht ein bisschen was anderes drauf. Aber genau, ansonsten, ne? Ist das immer so ein bisschen auf einen selbst bezogen. Und das finde ich ehrlich gesagt mega wichtig. Denn ich merke es auch, also sei es in meinem ganz normalen Leben, in meiner Freizeit, sage ich mal, wenn ich zu Hause bin. Es ist aber auch so, wenn ich... Hier ist eine Fliege. wenn ich auf der Arbeit bin oder so. Ich mache meinen Job, ich mache alles Mögliche. Ich wusel um mich herum und versuche, alle Leute glücklich zu machen. Aber das eigene Glück vergisst man ständig. Okay, und hier sehen wir dann einmal das Seidenpapier, das mit einem Klebi verschlossen ist. Und die Goodiebox verzichtet auch immer auf Füllmaterial. Es sei denn, hier sind super zerbrechliche Dinge drin, ne? Dann hast du da nochmal ein bisschen was drin. So, aber ansonsten kommt es halt wirklich, genau, so daher. Und man sieht auch, hinten ist ein Produkt drin, was nochmal in einer separaten Folie drin ist. Das drucken wir uns gleich mal an. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit dem hier. Das ist ein 45 Second Top Coat for Speed
Gloss by Nails Inc. Also das ist ein Topcoat. Ich verwende immer Topcoats. Also ich nehme immer erst einen Basecoat, damit meine Nägel an sich, also meine ganz normalen, natürlichen Nägel auch geschützt werden. Dann kommt die Farbe drüber und dann mache ich mir einen Topcoat drüber. Ne? Also das finde ich einfach wichtig. Und ja, das hier soll einfach dann helfen, dass das Ganze länger hält. Hardening Retinol, also mit Retinol auch noch, das ist super cool. Ja, finde ich nice. Also ein schönes Produkt. Und ich glaube, die Produkte von Nails Inc. sind auch ziemlich hochwertig und vor allem auch hochpreisig. Das feiere ich immer bei Boxen. Dann haben wir hier als nächstes etwas. Die Box kommt halt aus Dänemark, ne? Also die ist halt ein bisschen spezieller, was auch die Markenauswahl angeht, was ich sehr cool finde, weil du hier nicht diese klassischen Marken so grundsätzlich drin findest, die wir normalerweise in unseren Drogerien oder in den Parfümerien finden, sondern du hast hier auch einfach mal was anderes drin. Und hier haben wir zum Beispiel von Ivy Aya eine Face Cream mit Provitamin B5 für alle Hauttypen und die soll schützen, Feuchtigkeit bewahren und regenerieren, genau. Das ist ohne Parfümstoffe, das ist für Allergenmenschen auch ganz gut geeignet. Das kommt aus Dänemark, das ist vegan und hier sind 50 Milliliter drin. Das finde ich sehr, sehr interessant. Das sieht echt schön aus. Ich mag einfach, wenn solche Verpackungen einfach so dieses weiße, pastellige mit dabei haben. Das spricht einfach dann aus meinem Herzen einfach mal so, ne, für Pflege. Weiß ich nicht. So sieht das für mich einfach irgendwie ansprechender aus. Ich rieche so nichts durch, aber hier steht ja auch ohne Parfümstoffe drauf. Aber ich, ne, denke immer so, naja, vielleicht hat die Creme ja noch irgendeinen Eigengeruch oder so. Aber ja, das ist auf jeden Fall auch für sensible Haut geeignet, die ich habe. Genau, das ist cool. Dann haben wir hier The Gum. Plastikfreier Kaugummi. Ich schmeiß mich weg. Ja, sowas mega Witziges hast du auch mal mit drin, ne? Minze, biologisch abbaubar, 21 Gramm, vegan. Das ist das hier und hier hast du einfach mal Kaugummis drin. Finde ich cool, tatsächlich. Also in der Beautybox an sich, diese Fliege ist sehr anhänglich, finde ich das auch mal okay, wenn man einfach mal so ein bisschen was zu essen drin hat oder was zu trinken. Ne? Also ich persönlich mag das auch wo ganz gerne. Ich weiß aber, dass manche das nicht so cool finden. Ein plastikfreier, veganer und biologisch abbaubarer Kaugummi, frei von Zucker, Aspartam und künstlichen Aromen. Das finde ich interessant. Finde ich wirklich sehr interessant. So, und hier hast du dann einfach die Senior. Richtig gesund aus, tatsächlich. Kaugummis drin. Ja, muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren, ne? Es gibt ein Kaugummi. Jetzt macht das keinen Sinn, weil ich jetzt gerade ein Video drehe, Leute, aber ansonsten nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. So, dann haben wir noch zwei Produkte. Zum einen haben wir hier von Lux Liss, sagt mir nichts die Marke, Miracle Africa Argan Oil und Marula Nourishing Hair Serum, ein Haarserum mit 30 Millilitern. Das mag ich gerne. Also ich bin ein absoluter Fan von Haarölen, von Haarpflegeprodukten, weil ich habe echt lange Haare, wo ich ja immer noch drüber nachdenke, mir die kürzer zu machen. Aber wenn ich sie jetzt so sehe, denke ich mir, oh, ich will sie nicht abschneiden. Ja, ich muss noch gucken, ne? Aber ich bin da so, ich bin in meinen Gedanken auf jeden Fall unterwegs. Und sowas ist eine ganz gute Geschichte. Arganöl ist super gut. Marula, weiß ich nicht, kann ich nicht zu sagen. Habe ich, glaube ich, so noch gar nicht in meinen Haaren gehabt. Und da nimmst du nur ganz, ganz wenig von, ne? Machst das dann in die Haare rein. Das riecht super angenehm. Oh, ja, und das macht einfach Glanz. Ich mache so gerne diese Haaröle. Da habe ich auch noch zu Hause, wollte ich schon sagen, in meinem Schrank im Badezimmer. Badezimmerschrank nennt man sowas, ne? Tatsächlich noch eins offen. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich das auch verwende. Und einmal die Woche mache ich das rein. Meistens tatsächlich sonntagabends nach dem Duschen in die noch etwas feuchten Haare. Und dann gebe ich mir das so ab Ohrlänge unten in die Haarlängen rein. Und dann passt das schon, ne? Dann lasse ich das über Nacht einwirken und erst am nächsten Tag wird es dann ja klar wieder ausgewaschen, wenn ich abends duschen gehe. Und ja, das finde ich gut. Soll wahrscheinlich einfach pflegen. Ja, einfach smooth, add shine und frizz wegmachen. Genau, also weich machen, Shine dazu machen und Fisseligkeit entfernen. Und jetzt kommen wir, oh, darunter ist noch ein Produkt. Okay, hier haben wir Athena von Larizzi Cosmetics. Also, da bin ich gerade sehr gespannt. Von Larizzi hatte ich in meiner allerersten Beautybox, die ich jemals geöffnet habe, ein Contour-Stick drin. Und da bin ich gespannt, was das hier ist. Eine Eyeshadow Collection. Nein, wir haben jetzt nicht hier so eine riesengroße Lidschattenpalette hier drin, oder? Ey, erzähl kein. Oh, die kannst du auch als Blush- und als Highlighter-Palette nehmen. Ist das schön? Also riesengroße Fännchen.
ist jetzt tatsächlich dann auch eher für sehr, ja, eintönige Looks in Anführungsstrichen gemacht, aber für sehr schöne Looks. Sicher, dass das eine Lidschattenpalette? Ja, natürlich. Eyeshadow Collection, Claudi. Komm mal klar, ey. Ist das geil. Meine Herren, die haben so schöne Namen, ne? Atlas, Fate, Calypso, Odyssey, Goddess, Hero, Justice, Ares und Nox. Also das sind halt auch schöne Namen für diese Lidschattengeschichten. Also ich finde die relativ eintönig, immer noch tatsächlich, ne, dieses Rosa, aber gleichzeitig habe ich so viele Looks für mich selber, ne, im Kopf, dass ich einfach sage, Mensch, du machst dir mal eben zwei Farben drauf, ne, richtig geil, mit dem Calypso gehe ich dann einfach in die Lidfalte, ich meine, heute habe ich auch nicht unbedingt viele Töne auf meinen Augen, das ist auch einfach nur Lidfaltenton und Schimmerton und ein bisschen Verdunklungston und genau das kann ich hiermit machen, gebe ich mir, keine Ahnung, Atlas, auf das komplette Lid, dann Calypso in die Crease, dann kommt Hero nach außen hin und Goddess gebe ich mir auch außen den Schimmer dann so ein bisschen auf und Fade gebe ich mir dann nach innen, auch den Innenwinkel und hier oben, ach schön. Leute, das wird auf jeden Fall demnächst mal verwendet. Komm, aber wir swatchen auch mal ein paar Töne. Wir sind jetzt hier auch ein bisschen zum Swatchen da. Wir haben ja auch ein gutes, ausgewogenes Verhältnis zwischen Schimmertönen und Mattentönen. Und das spricht mich an. Vor allem, weil du kannst diese Palette auch einfach als Highlighter und als Blushpalette mitbenutzen. Wow, das ist ja Wahnsinn. Hatte ich echt nicht auf dem Schirm, diese Marke, ne? Das ist krass. Das ist echt krass. Schön. Das ist krass schön, ne? Und vor allem finde ich es praktisch, dass die Fännchen halt in dem Sinne ja so groß sind, würde ja normalerweise mich abschrecken. Aber dadurch, dass es einfach diese Töne sind, die ich auch tatsächlich zum Highlighten und zum Blushen nehmen würde, passt das einfach tierisch gut. Ich bin etwas beeindruckt, muss ich gestehen. Wow. Einfach mal hier so eine fette Lidschattenpalette reinzupacken. Die Athene, hm? Cool. Okay, so. Dann kommen wir jetzt mal zum letzten Produkt und das hatten wir auch schon mal in der Starskin Sonderedition mit drin. Und zwar ist das Starskin VIP The Gold Eye Revitalizing Luxury Gold Foil Eye Masks. Das sind halt so Patches für die untere Augenpartie und das macht halt, damit du mehr Strahlkraft da bekommst, damit da die Fältchen weg und Feuchtigkeit und rampampam. Finde ich per se ganz nice, verwende ich auch sehr, sehr gerne, aber ich verwende das einfach lieber, wenn es in so einem Pöttchen drin ist, wenn man dann einfach mehrere drin hat, die man dann halt immer wieder verwenden kann. Ich habe zum Beispiel gestern Abend auch welche verwendet, das tut mir einfach gut, ne? Wenn ich da, also da mache ich mir einfach diese Patches auf die Augen und dann mache ich mir zum Beispiel über das ganze Gesicht eine Crememaske oder eine Tuchmaske oder was auch immer und ja, das finde ich einfach ziemlich scharf. Okay, ja, aber das ist auf jeden Fall auch eine ganz gute Geschichte. Die habe ich auch schon mal ausprobiert, haben mir ganz gut gefallen. Aber da muss man halt wirklich bedenken, es ist eine Einmalanwendung und es ist einfach nicht günstig. Aber wir freuen uns alle darüber, wenn so etwas in einer Beautybox drin ist, oder? Für die wir faktisch 19,95 bezahlt haben und so schöne Produkte da drin haben. Hammermäßig. Also das war jetzt auch tatsächlich die Box und ich bin wirklich mal wieder hin und weg. Ich finde die richtig, richtig toll. Geiler Inhalt, dekorative Kosmetik, Pflege, was fürs Gesicht, was für die Haare. Oder, Mensch, also ich bin wirklich begeistert. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Da können wir uns gerne mal austauschen, wie euch die Box so gefallen hat. Und ja, das war es auch schon von mir. Wenn es euch gefallen hat hier, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!